Meine Freunde, willkommen zurück. Und ja, ich bin zu doof anscheinend dafür. Beziehungsweise das Spiel hat da so ein paar... Es wird nicht richtig gut erklärt. Allerdings, wenn man die Tooltips an der Seite anmacht, dann hat man... kriegt man noch mehr Erklärung. So, wir müssen es natürlich ausrüsten. Mit Schwert. Und das Schild. So. Jetzt müssen wir das Elfenschwert ziehen. Und das Schild. Der Elfenkönig zog stolz und aufrecht die Klinge, fiel auf die Knie und erkannte so seine endgültige Niederlage. Dann sprach Ludovic. Jetzt geht's los. Ich akzeptiere eure Gefolgschaft und kehre in einem Jahr zurück, um... Seht nur! Die Statuen! Unglaublich! Ihr Götter! Mutter! Wow, wow, wow! Ey, die sind ja hart. Boah! Alter Schwede, ey! Die sind ja hart. Ich hoffe, der hat jetzt direkt vor dem Kampf gespeichert. Das wäre auf jeden Fall nice. Ah, scheiße. Weiß man jetzt auch gar nicht, was man gegen die machen soll, ne? Gut, am Anfang gut rumspringen und... Vielleicht kann einem das Schild ja dann irgendwie schützen. Ich gucke gleich mal. Normalerweise kämpft ein Hexer ja nicht mit Schild, aber er hatte das ja gerade in der Hand, wenn ich mich nicht irre. Wird schon. Boah! Oh, Alter! Ey, die Alte. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay. Vielleicht ratsam Quen zu benutzen. Könnte ich dann als erstes auf jeden Fall die Tussis ausschalten. Da muss ich aber jetzt gleich, wenn er geladen hat, sofort schon weghechten. Schnellstmöglich. Siehst du, man kriegt... Boah! Ich kann nicht mal das Menü. Wow. Die erste ist down. Wow. Mund halten und kämpfen. Wo ist sie hin? Was für eine Schnepfe. Okay. Meine Fresse.
Komm. Weg, 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 weg. Okay. Nein! Oh, alter Schwede, ey. Die Statuen sind zum Leben erwacht. Ja, und ich bin fast gestorben, Alter. Durch welches Hexenwerk? Also zweimal bin ich's. Weiß ich nicht. Ich töte Monster und belebe selten welche wieder. Vielleicht weiß ich, was passiert ist. Diese Statuen standen mal im Palast des Divetav. Ich habe sie vorigen Monat erworben, weil... Vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Divetav war den Menschen tributpflichtig. Er hat jedes Jahr solche Statuen hergestellt. Bis er 782 im Andalin-Massaker am Fuße der Gorgo getötet wurde. Und das war ein Glück, denn Divetav hatte Ludovics Untergang geplant. Es waren keine Statuen, die er geschaffen hatte, sondern getarnte Golems, die durch Worte der Anbetung erweckt werden sollten und die den König und seine Leibwache in buntes Konfetti zerpflückt hätten. Typisch! Bei jedem Verrat sind Elfen im Spiel! Menschen sind auch nicht besser. Ihr seid nicht besser. Die Elfen haben nur ihr Gebiet verteidigt. Und ihr Menschen wart damit nicht zufrieden. Ihr musstet sie auch noch umbringen, jeden Einzelnen. Ihr? Was soll das heißen? Du bist doch auch ein Mensch. Nein, ja, in gewisser Weise. Aber manchmal schäme ich mich, das zuzugeben. Deine Worte sind falsch, Hexer. Aber du sollst nicht mit leeren Händen gehen. Nimm dies, deine Belohnung. Leb wohl. 300 Kronen, ey, für'n Arsch. Ihr seid alles Fickschwänze. Du setzt jetzt am besten deinen Weg fort, Meister. Okay. Hier trennen sich unsere Wege. Ja, wird doch Zeit. Ihr seid alles Arschkackbratzen. So, haben wir denn hier... Sind wir denn hier? Hier ist Plätze. Ja, dann müssen wir mal auf jeden Fall rasten gleich. Ey, das kann's ja nicht sein. Boah, Junge, Junge, ey, das war ein Kampf. So, dann ist es wenigstens schon mal ein bisschen heller. Los, lauf! Boah, Junge, 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 Junge. Nette Quest. Ganz schön hart, aber nett. Dann rechts halten, links halten, rechts halten. So, auf zum Wicht. Corberta-Wald. Hier waren wir ja noch nicht so viel unterwegs. Ich bin gespannt, was uns erwartet bei dem Wicht. Nebling! Weg hier. Den ersten haben wir.
So. Ja, das war's, oder? Jawohl. Jawohl. Nice choice. Ich finde, die Schwerter gehen viel zu schnell kaputt. Aber mich fragt ja keiner. Von CD Projekt. Meister. Waffenreparaturset. Ach. Sollte man natürlich auch ausrüsten. So. Hier links und dann rechts hoch. Weiter so, Plätze. Barkhäst, kein gutes Omen. Boah! Gut, einer war es jetzt bis jetzt nur. Ich mach mal den Feigling. Okay, scheinbar hoch zu müssen. Lassen Plötze mal hier stehen. Hier ist eine Hütte. Tolle Wurst, da wollte ich gar nicht runterfallen. Geht es da rein? Abgeschlossen. Mein Medaillon hat vibriert. Ich bin mal so frei. Und speichere hier mal ab. Okay. Seltsam. Mir ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an mich. Das sind die, die da hängen überall. Die guten alten Löffel. Nun gut. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Ist jemand besessen? Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Gut. Geh mal rein. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Da ist was im Ofen. Fleckiges Tagebuch. Ich habe jetzt seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich meinen... einen Kräuterkundler aufsuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann.
Die Schwindelanfälle haben nicht nachgelassen. Jetzt sind auch noch Schmerzen dazugekommen, so stark, dass ich manchmal nicht mehr sehen kann. Ich war bei der Kräuterfrau, eine abstoßende alte Hexe, die mich angaffte, als hätten sie ein Monster gesehen. Sie gab mir irgendein verfluchtes Gebräu, das ich nun zweimal täglich trinken muss. Es hilft kein bisschen. Heute blickte ich wie üblich in den Spiegel. Was ich da sah, machte mich sprachlos. Ich suche immer nach Fältchen oder Augenringen, doch heute, ich wünschte, es wären nur Fältchen. Mir wachsen Haare aus den Brüsten. Es ist abscheulich. Das muss an diesen verdammten Kräutern liegen. Ich ging zur Kräuterfrau, um sie zu verprügeln, aber ihre Hütte war verlassen. Sie musste gewusst haben, was mir bevorsteht und das Weite gesucht haben. Meine Familie schöpft allmählich Verdacht, obwohl ich das Haar zurückschneide, das immer schneller wächst. Ich versuche, den Gedanken nicht zu denken, aber ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht waren es gar nicht die Kräuter, sondern ich bin von diesem alten Bettler verflucht worden, den ich einst verjagen musste. Ich muss es herausfinden. Ich muss jemanden anheuern, der die Kräuterfrau findet. Ich kann nicht denken und kaum schreiben. Einsamkeit, keine Familie. Essen, ich will essen. Kein guter Löffel, leerer Löffel. Nichts zu essen, es tut weh. Spiegel, Lügen, nein, ah. Armes Mädchen hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Rührend. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Möglich, ja. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet, mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Oh, war ja. Oh, Notiz am Löffelschlüssel. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt, ein antiker Löffelschlüssel, gefertigt 12.010 in der Werkstatt Christofferson und Söhne, Eigentum von Smigole Serkis, ist Besitzer der Fasanerie. Okay. Skelette, die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Hinten war noch was. Lieber Meister Levasier, ich weiß, dass du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlose verdienst. Ich hätte einen ungewöhnlichen Auftrag für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hier herausbestellt habe, ohne selbst anwesend zu sein. Leider ist in meiner gegenwärtigen Lage jede Art von Treffen sehr riskant. Weniger für mich als vielmehr für diejenigen, mit denen ich mich treffe. Abgesehen davon ist dies der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder... Was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkung einer Medizin, die ich vor einiger Zeit von einer Kräuterfrau erhielt. Das Problem ist, dass sie kurz nach dem Besuch bei ihr spurlos verschwunden ist. Es ist mein verzweifelter Wunsch, meinem Gebrechen auf den Grund zu gehen und daher heuere ich dich an. Mein Zustand, Marleen, bla bla bla. Ich lese das mal nicht weiter. Wir wissen ja, worum es geht. Keine Clown. Und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen. Mit einem schweren Objekt. Rechter Arm abgebissen. Alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. So, dann gehen wir sie jetzt mal suchen. Hier unten ist bestimmt im Keller die Tür. Zu der der Schlüssel passt. Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Da ist der Kessel.
Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Und wofür haben wir den Goldschlüssel jetzt gefunden? Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Okay. Ich speichere das mal schnell ab. Ich kann nicht speichern. Ah. Gut. Gucken wir uns hier nochmal kurz um. Noch ein Löffel. Wofür wir jetzt den Löffelschlüssel so haben? Wie der zuvor. Der Kessel ist leer. Oh. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. So, verstecken im Schrank hier. Der ist auch der große Schrank. Da können wir uns astrein drin verstecken. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und in der nächsten Folge gehen wir dem Wichtel auf den Grund. Main bleiben, bis dann. Tschüss.